Hallo, lieber Löwe. Herzlich willkommen zu deinem Ausblick in den Mai. Ich freue mich, dass du da bist. Bitte beachte, das ist ein allgemeines Orakel. Das heißt, es kann auf dich zutreffen, muss aber nicht. Es kann teilweise zutreffen, kann aber auch ein Volltreffer sein. Spür bitte einfach in dich hinein, ob diese Botschaft etwas mit dir zu tun haben kann. Wenn nicht, schmeiß sie in den Müll. Zieh dir nur das raus, was sich für dich stimmig und gut anfühlt. Alle weiteren Infos zu diesem Orakel habe ich wie immer unter dem Video in der Infobox für dich aufgeschrieben, unter anderem welche Karten ich verwende. Welche Tendenzen möchten sich zeigen für den Löwen im Mai? Welche Botschaft darf ich weitergeben? Falls du Geräusche im Hintergrund hörst, da schnarcht mein Hund. Die schläft hinter mir. Hier zeigt sich einmal ein Eisberg in deinem Leben. Und die Frühlingstag- und Nachtgleiche, die Wiedergeburt. Die Frühlingstag- und Nachtgleiche liegt bereits hinter uns. Schauen wir mal. Der Eisberg mit dem Verborgenen. Und die Wiedergeburt. Für den Löwen. Acht Stäbe, der Teufel, drei Stäbe. Und was mir hier stark auffällt auf dieser Karte, ist einmal dieser dunkle Bereich hier und dann dieser helle. Und der helle Bereich überwiegt. Der helle Bereich überwiegt. Aber hier ist der dunkle Bereich. Das ist die niedere, das sind niedere Energien hier. Und die haben wir hier auch liegen mit dem Teufel. Ich soll nicht zu vorschnell sprechen. Ich soll nicht sprechen. Deswegen bin ich so ruhig. Ich habe noch ein paar andere Tarotkarten, die möchte ich erst dazulegen. Das hat mit dem Orakel hier zu tun, mit der Energie. Neun der Kelche. Das hat mit dieser Energie hier zu tun. Verborgen. Weil eure Energie, ich merke hier einen Schub, aber dieser Schub, der reißt mich hier mit in diesem Orakel. So fühlt sich das für mich an. Eure Energie kommt rein. Ich weiß nicht, ob es eure ist oder also die Energie, die euer Orakel mitbringt. Das können auch Einflüsse im Außen sein, aber das ist so schnell mitreißen. Und ich möchte mich nicht mitreißen lassen. Ich möchte mich nicht mitreißen lassen. Vielleicht liegt es daran, dass Löwen manchmal dafür stehen, ungeduldig zu sein. Sich häufig gerne mitreißen lassen von Sensationen oder von Dramen im Außen. Es sei denn, du bist ein wirklich bewusster Löwe.
und kennst um die Aspekte, um die Seiten des Löwen, um die Schattenseiten, die nicht nur ein Löwe hat, die jedes Sternzeichen hat. Hier ist der Schatten. Es geht darum, dich nicht von deinem Schatten mitreißen zu lassen. Es geht darum, dich nicht von deinem Schatten mitreißen zu lassen. Es gibt noch eine andere Lösung. Es gibt noch eine andere Perspektive. Es gibt eine andere Richtung. Es gibt einen anderen Ausweg als das, was offensichtlich ist, als das, was dich versucht mitzureißen. Das ist ein. Ich merke auch Druck in meinen Ohren durch diese Energie. Hier ist diese andere Lösung. Hier ist die Karte ist voller Schatten. Das ist Teufelenergie. Diese Karte ist voller dunkler Energie. Aber da oben im Eck ist der andere Ausweg. Da ist die hochschwingende Energie. Da ist die göttliche Energie. Eine friedliche, ruhige, heilende Energie. Eine klärende Energie. Das sind Ketten. Man sieht hier auch Ketten. Die Ketten der Dunkelheit in Bezug auf niedere Energien, die dich mitreißen. Und es ist kein Strom, auf dem du reiten möchtest. Gerade wenn man unbewusst ist, neigt man dazu, sich von diesem Strom mitreißen zu lassen. Es ist wie in dem Moment, wo du jetzt gerade bist, gibt es keinen anderen Ausweg, als in diesen Strom reinzugehen und mit diesem Strom mitzugehen. Das ist die Energie. In diesem Moment. Das, was ich gerade vor mir sehe, das aber verborgen. Es ist etwas verborgen. Es ist etwas hinter diesem, was jetzt gerade ist, hinter diesem. Das Verborgene ist das hier. Es gibt einen anderen Ausweg. Es gibt eine andere Möglichkeit. Es gibt eine Alternative. Es gibt eine andere Möglichkeit. Falls du zu negativ wirst, du musst dich nicht von der Negativität mitreißen lassen. Ach, der Stäbe ist auch eine Energie, die für Informationen steht, für Impulse von außen. Gerade wenn es viele sind oder immer wieder häufig. Impulse von außen. Nicht alle Impulse von außen sind gut. Besonders wenn sie dich immer wieder bombardieren. Oder deine eigenen Impulse, die Impulse von deiner Schattenseite. Mein Hund schnarcht im Hintergrund. Der möchte dich beruhigen. Ich weiß nicht, ob du es hörst, aber wenn mein Hund schnarcht, das beruhigt mich immer. Ich höre das so gerne. Also diese verborgene Energie nehme ich durchaus nicht als negativ wahr. Das Verborgene, es verbirgt sich etwas Gutes hinter dem, was du vor dir hast. Hinter diesen beiden Eisbergen, die so dominant sind hier. Dass dieses Dominante ist das hier. Lässt du dich vom Schatten dominieren? Und das merkst du in dem Moment gar nicht. Hinter diesen Eisbergen, da gibt es einen Weg, da ist auch der Ausweg. Hinten dran ist die Weite, ist die frische Luft, ist der blaue Himmel. Die Frühlingstag- und Nachtgleiche, die Wiedergeburt der Natur. Es geht raus aus der Dunkelheit. Frühlingstag- und Nachtgleiche. Okay, 8 Stäbe. Ja, okay, der Gehängte und der Page der Kelche.
der Narr. König der Kelche. Da ist er. Da zeigt sich diese Energie, die ich spüre jetzt auch visuell mit diesem Bild hier, Ritter der Schwerter. Oh ja, genau, da ist die Dominanz dieser ganzen Energie, die Dominanz der Herrscher. Der Herrscher kann unglaublich stur sein. Stur. Das ist Mars-Energie. Das ist Widder. Widder-Energie. Hier haben wir Stress und Hektik von außen. Impulse von außen in Bezug auf Informationen, Nachrichten. Impulse von außen. Impulse, Nachrichten, Informationen, die von einer Person ausgehen oder von einer Institution ausgehen, vielleicht auch von deinem Arbeitgeber ausgehen. Die dir etwas diktieren. Informationen, die dir diktieren, wie du zu handeln hast, dass du in diesen reisenden Strom reinzuspringen hast, wie du zu sprechen und zu denken hast, wie du dich zu verhalten hast. Ich nehme hier ganz viel Druck wahr von außen. Es ist ganz wichtig, lässt du dich von diesen Impulsen, diesen Einflüssen von außen mitreißen? Lässt du dich beeinflussen? Weil es ist sehr dominant, was da um dich rum ist. Es ist unglaublich dominant. Der Herrscher steht auch für Dominanz. Steht unter anderem aber auch für Personen, die eine gewisse Machtposition haben, Autoritätspersonen. Jemand, der was zu sagen hat, Institutionen, Ämter auch und so weiter und so fort. Dieser Mensch gibt die Regeln vor oder diese Institution gibt die Regeln vor. Sehr direkt, sehr scharf, sehr, so hast du das zu tun, so hast du zu denken, so hast du dich zu verhalten und nicht anders. Und es kommt sehr plötzlich auf dich zu, es kommt sehr schnittig, sehr scharf auf dich zu. Es ist wie, als würdest du durch diese Informationen oder Anweisungen, Befehle nehme ich hier aber unter Stress setzen, lassen. Das ist der einzigste Weg. Das ist richtig. Das kommt an dich ran. Das ist richtig. So wird's getan. Das ist der einzige Weg. Das ist diese Energie. Lässt du dich davon mitreißen? Das sind die Ketten, die man hier sieht. Das ist aber die Dunkelheit. Es gibt eine Alternative, es gibt einen anderen Weg. Das sagt doch diese Karte hier. Es gibt einen anderen Weg. Es gibt eine andere Möglichkeit, es gibt Vielfältigkeit, es gibt Unterschiedlichkeit, es gibt Freiheit zu denken, wie man denken möchte, zu leben, wie man leben möchte, größtenteils, gerade wenn es gute Absichten sind. Es gibt andere Wege, es gibt andere Lösungen. Es gibt andere Weltanschauungen, es gibt das andere, es gibt das andere. Und dadurch, dass hier jemand so sehr dominant ist in deinem Umfeld oder vielleicht guckst du auch zu viel Fernsehen, vielleicht sind das ne, die Medien, das Verborgene ist die andere Möglichkeit, die viel friedlicher ist, die dir die Freiheit lässt, die viel schöner ist, wo du dich entfalten kannst, wo du selber sein kannst, wo du weniger Angst haben musst, wo du weniger in der Dunkelheit bist, wo du weniger mit auch dunklen Energien zu tun hast.
Eine Autoritätsperson ist ja nicht per se schlecht. Es kommt immer darauf an, wie man seine Macht und ja, die Macht, die einem gegeben ist, den Einfluss, wie man den nutzt, ob man den für gute Zwecke nutzt, ob man sich gut einbringt oder ob man dominieren möchte, diktieren möchte. Das kann auch in der Familie sein. Jemand, der dir diktiert, dass du in der Dunkelheit zu bleiben hast. Jemand kann dir auch diktieren, du musst immer gut und brav sein. Du musst immer gut und brav sein. Du darfst kein schlechter Mensch sein. Jemand arbeitet hier dann mit Schuld. Es geht um deinen Perspektivwechsel. Etwas sollst du sollst umdenken, Löwe. Du stehst an der Schwelle zum Umdenken, zum etwas anders machen. Moment mal, so läuft das nicht, so geht das nicht weiter, so nehme ich das wahr. Natürlich ist nichts in Stein gemeißelt. Jeder hat seinen freien Willen. Wenn du an der Schwelle stehst, du kannst dich entscheiden, trittst du drüber oder bleibst du im Alten. Das ist die Schwelle, die ich hier wahrnehme, an der Löwe steht. Und da aber dieser Strom, diese Energie, die auf dich einfließt, die auf dich einwirkt, in dich mitreißen will, so wie mich jetzt in diesem Orakel, so nehme ich das wahr, lässt dich gerne in das Alte zurückfallen, in alte Muster oder diese, da ist die Schwelle. Ich sehe sie. Die Tür. Und an der Unterseite hier natürlich die Tür und die Türschwelle. Du stehst da, genau. Du stehst ja schon da, raus in die Freiheit, ins Helle, ins Göttliche, ins Licht, in die Liebe, in den Frieden. Und dann kommt dieser Strom und wirft dich oder versucht dich zumindest. Siehst du, mir fliegt sogar die Karte aus der Hand. Will dich zurückwerfen in das Dunkle hier. Ich nehme das so wahr, dass man dich beeinflusst in Bezug auf deine Emotionen auch. Dass die Emotionen überkochen, dass man Einfluss nehmen möchte auf deine Gefühlswelt, auf deine Psyche. Dass man versucht dich, oder dass dass es gewisse Einflüsse gibt im Außen, die dich aus der Fassung bringen. Die dich dazu verleiten, aus der Fassung zu bringen. Die Message hier aus diesem Orakel ist, es muss nicht so sein. Die Wiedergeburt. Selbst wenn du in der Vergangenheit schon mal dich hast verleiten lassen, in diese dunkle Energie reinzufallen. Dich anketten zu lassen oder in die Falle getappt zu sein. Du kannst immer wieder die Kurve kriegen. Das ist das, was die Karten sagen. Das ist das Verborgene. Du kannst immer wieder dich anders entscheiden. Du kannst immer wieder dich für eine positive, gute, lichtvolle Richtung entscheiden. Du kannst dich immer wieder für Frieden und Freiheit entscheiden. Ne? Solltest du dich in der Vergangenheit mal hast verleiten lassen oder solltest du in das Dunkle reingefallen sein in der Vergangenheit, du kannst trotzdem wieder, die Tür ist immer noch offen, das soll ich dir sagen, die Tür ist immer noch offen für dich. Wiedergeburt, verborgen, du kannst wiedergeboren werden, es gibt einen Neuanfang. Das Licht, du kannst dich immer wieder für die lichtvolle, warme Energie entscheiden. Die ist nicht dominant. Du erkennst die positive Richtung, indem sie sich dir nicht aufzwingt. Die Tür wird dir hier angeboten, aber da ist nichts und niemand, nicht im materiellen, auch nicht in der feinstofflichen Welt, das dich dahin zieht, das dich zwingt, hier reinzugehen. Die dunkle Energie erkennst du daran, dass sie dich drängt und zwingt und mitreißen will. Das spürst du. Egal, wie sich die Situation im Außen für die Löwen gestaltet, du wirst es spüren. Den Strom wirst du spüren. Woher kommt der Strom? Aus dem dunklen Bereich oder den hellen Bereich? Du wirst nicht gedrückt. Da ist dieser Strom nicht da. Es wird dir angeboten und du kannst dich entscheiden.
Ja, der Löwe steht hier an einer Schwelle. Was ich noch mitgeben soll, egal ob es um den materiellen Bereich geht, um die 3D-Welt oder um den feinstofflichen Bereich. Dunkle Energien, dunkle Menschen oder dunkle Entitäten, dunkle Energien, dunkle Wesenheiten tarnen sich häufig auch als lichtvoll. Man erkennt es nicht immer so leicht. Mit wem man es zu tun hat. Darum ist es wichtig, lass dich nicht mitreißen. Tritt ruhig mal auf die Bremse. Nimm Abstand oder schließ dich in ein Zimmer ein. Mach das Handy aus, mach das Telefon aus, der Fernseher sowieso. Begib dich nicht unter Leute, wenn du das Gefühl hast, du wirst hier mitgerissen gerade. Du stehst unter Druck und unter Stress und du hast heiße Backen schon und heiße Ohren schon. Nimm dich raus. Nimm dich raus, bis du wieder ruhig bist. Verborgen. Verborgen. Das Gute ist verborgen. Genauso wie eine dunkle Energie auch verborgen sein kann. Das ist dieser andere Punkt, den ich hier noch wahrgenommen habe. Aber ich nehme es eher so wahr, das Gute ist verborgen. Es gibt einen Ausweg, es gibt eine andere Richtung. Vielleicht hat dein Thema auch etwas mit der Ferne zu tun. Die Ferne, 8 Stäbe mit 3 Stäben, kann die Ferne anzeigen. Menschen aus der Ferne, Situationen aus der Ferne. Es geht darum, sich zu öffnen für die Ferne. Es ist immer wieder diese Energie da. Du bekommst etwas direkt vor die Nase gesetzt. Es ist nicht die ganze Wahrheit. Das, was du vor der Nase hast, ist nicht die ganze Wahrheit, ist nicht das, was alles gibt, ist nicht die einzig und alleinige Wahrheit, das, was du vor Augen hast. Du wirst ermutigt, deinen Horizont zu erweitern, dich zu öffnen für die Ferne. Nicht nur im physischen Sinne, auch im mentalen Sinne, im spirituellen Sinne, die Ferne. Das andere. Nicht das, was du direkt vor der Nase hast, die Ferne. Schauen wir mal, was die Blumen dazu so sagen möchten oder raten möchten. Für alle Löwen, die hier mit in Resonanz gegangen sind. Hier haben wir die Stechpalme mit. Oh, ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Ich bin gerade hin und weg. Das ist einer dieser Momente, die ich liebe, wenn das keine Bestätigung ist. Weitsicht. Ich habe Gänsehaut. In manchen Momenten kommt es uns vor, als würde der Winter niemals enden. Hier Frühlingstag und Nacht gleiche. Der Winter endet.
oder als würde eine Situation nie vorübergehen. Im tiefsten Dunkel erinnert uns deshalb die hübsche Stechpalme daran, dass hellere Tage kommen werden hier. Dunkelheit, Licht. Von den Germanen und Kelten wurde sie früher besonders verehrt, weil immergrüne Pflanzen in Mitteleuropa sehr selten waren. Ihre leuchtend roten Beeren symbolisieren dabei auch die Farben der Hoffnung und Liebe. Hoffnung und Liebe. Sieh diese Karte als Erinnerung zur Weitsicht an. Schau einmal über den Tellerrand und die aktuelle Situation hinaus und suche den Silberstreifen am Horizont. Sei dir sicher, schönere Zeiten warten bereits auf dich. Oh Gott, Löwe, ich kann gerade nicht mehr. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal für ein allgemeines Orakel so eine deutliche Nachricht bekommen habe. So eine... eine Wahnsinnsnachricht. Für ein allgemeines Orakel. Sorry. Das ist Wahnsinn. Für ein allgemeines Orakel. Welche Wundersamen darf ich hier noch drauflegen für den Löwen? Fühle, wie wunderschön du bist. Erkenne den Wert des Irrtums. Der Irrtum ist hier, liegt hier in der Dunkelheit, ne? Nimm dich nicht so ernst. Vielleicht sollst du mal wieder lustiger werden. Vielleicht war es durch diese dunkle Energie zu ernst in der Vergangenheit. Löwen können ja sehr, sehr lustig sein. Dann gönne dir ein Liebesbad. Das ist auch eine sehr hohe Schwingung, ne? Ganz, ganz wichtig. Fühle, wie wunderschön du bist. Liebesbad, nicht zu ernst nehmen, Lachen, Leichtigkeit. Erhöhe deine Schwingung. Ehre Vater Himmel und mit ihm deinen Vater. Vielleicht hast du auch noch Themen, die deine Eltern betreffen. Ich hätte gern noch eine. Okay, so. Finde die Antwort auf eine persönliche Frage in der Natur. Ja, die Natur ist sehr zuverlässig, wenn man ihr lauschen möchte. Ne? Und erfreue dich am Zusammensein. Also, liebe Löwen, ihr hattet echt ein krasses Orakel. Schaut, ob ihr hier mit in Resonanz geht. Diese, wie gesagt, die Energien können sehr subtil sein und wenn man unbewusst ist, nimmt man das, erkennt man das nicht in dem Moment. Ja, also vielleicht schaust du dir das Orakel auch öfter an im Mai oder machst dir Notizen, steckst dir ein Zettelchen immer in die Hosentasche oder sowas als Erinnerung. Ich wünsche dir jedenfalls alles, alles Liebe. Ich bedanke mich für deine Aufmerksamkeit und danke, dass ich dieses Orakel für dich machen durfte. Ich würde mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Orakel wiedersehen. Mach's gut. Bye, bye.